Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns zwei Fertig-Porridges von Ruf an, und zwar Chocolate Brownie und Achtung Lemon Cheesecake. Da bin ich immer sehr gespannt, wie die geschmacklich an das herankommen, was draufsteht. 75 Cent hat jede Packung gekostet und damit eigentlich ziemlich günstig. 65 Gramm sind drin, ist auch schon alles drin. Man braucht nur heißes Wasser zugeben. Ich bin zwar an sich kein Freund davon, Wasser irgendwo drauf zu mischen, weil es dann meistens irgendwie dünn schmeckt. Aber es ist halt Vollmilchpulver drin und damit sollte es rein theoretisch Vollmilch ergeben, wenn man Wasser drauf gibt. Wie es geschmeckt, werden wir sehen. Doch zunächst einmal ein kurzer Blick drauf. Die Zutaten. Okay, die Liste ist lang. Die ist sehr lang für Porridge. Vollkorn Haferflocken, Vollmilchpulver, da haben wir es. Stärke zum Andicken. Kakaogebäckstückchen sind nämlich auch Brownies drin. Die bestehen aus 5000 weiteren Zutaten. Zucker ist drin, für die Brownies noch. Dann haben wir Rohrzucker, ist hier fürs Porridge selbst drin. Vollmilchschokoladenstückchen haben wir auch noch drin. Zartbitterschokoladenstückchen, Kakaopulver, Meersalz. Also ja, es ist einiges drin, hauptsächlich aufgrund der Brownies. Ist viel drin, ansonsten haben wir halt Haferflocken, dieses Vollmilchpulver, Stärke, Schokostückchen. Deswegen, ich meine gut, wenn man jetzt etwas kauft, wo Schokostückchen drin sind, natürlich müssen Schokostückchen drin sein, die wieder aus Zutaten bestehen und dadurch wird die Liste natürlich länger. 65 Gramm pro Portion zubereitet, haben wir dann hier folgende Nährwerte, Fett, Zucker und Eiweiß haben wir auch drin, durch das Vollmilchpulver und durch die Haferflocken. Und hier beim Lemon Cheesecake, da bin ich ja mal gespannt. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass sie hier nicht draufschreiben mit Brownie-Stückchen. Das wäre marketingmäßig eigentlich recht klug gewesen. Hier haben wir Zitronenstückchen. Ach nö, mit Cheesecake-Geschmack. Echt Zitronenstückchen? Oh, das muss aber nicht sein. Zitronenschalenstücke. Okay, dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Man sieht, es ist gleich direkt ein bisschen kürzer, die Zutatenliste. Die Nährwerte sind ähnlich. Das Ganze, wie gesagt, mit heißem Wasser aufgießen. Das werde ich jetzt machen. Zunächst packen wir die Sachen mal hier in so eine Schale. So sieht das Cheese. Da seht ihr da genau in der Bildmitte, ist so eine Zitronenschale. Boah, da gruselt es mich ein bisschen vor. Riecht aber ehrlich gesagt ziemlich geil und es hat tatsächlich so ein bisschen Kuchenaroma. Und hier haben wir das Schokoporridge hier mit so kleinen Gebäckstückchen drin. Zitronen-Cheesecake-Porridge. Das wäre eigentlich ein kleines bisschen dicker vielleicht. Ich habe nicht noch ein bisschen Wasser drauf gegeben. Weil ich dachte, das wäre ein bisschen, ich hätte ein bisschen zu wenig reingemacht. Aber jetzt habe ich vielleicht ein kleines bisschen zu viel, vielleicht nur so 10 Milliliter zu viel. Also so ähnlich ist es von der Konsistenz. Was man direkt sieht, was ich halt nicht mag, wenn man etwas mit Wasser macht, ist, dass das so glasig milchig aussieht. Das seht ihr, ne? Also das passiert irgendwie immer, wenn man so Milchpulver hat oder wenn zu wenig Milchpulver drin ist, dann sieht das so glasig aus. Und ich finde das so richtig abstoßend, weil es was von Kleister hat. Wenn man was mit Kakao hat, dann ist das besser, aber man sieht immer noch, dass das so ein bisschen glasig irgendwie ist. Wir sehen ja auch, sieht es nicht so lecker aus, das hier zu zeigen. Also hier so Schokostückchen, Brownie-Stückchen, riecht beides sehr gut. Zitronen-Cheesecake. Es hat wirklich Kuchenaroma, also sie haben Kuchenaroma reingemacht. Sie erfüllen wirklich, also das riecht wie Zitronenkuchen, das muss man ganz klar sagen. Aber es riecht eher wie so ein Zitronenkastenkuchen statt wie ein irgendwie Cheesecake. Also frisch, käsig nicht, aber es riecht wie Zitronenkuchen. Es ist gar nicht so süß. Das ist erstaunlich, weil eigentlich suggeriert es ja eher, dass es ein süßes Dessert ist. Es ist sogar drin, das haben wir gesehen, aber pro Portion halt nur 7 Gramm Zucker. Sprich pro 100 Gramm sind hier gerade mal 3,5 Gramm Zucker drin oder sowas. Das ist nicht viel. Schmeckt man aber halt eben auch. Und daraus kann man aber auch Rückschlüsse ziehen, dass hier nicht sehr viel Vollmilchpulver drin ist. Da sparen sie meiner Meinung nach am falschen Ende. Also statt 75 Cent macht dann halt 85 Cent. Ja, und dafür macht ein bisschen mehr Milchpulver rein, weil es würde dem Geschmack wirklich zuträglich sein. Ich glaube, ich bin verschmiert. Ey, aber ist lecker. Wenn man diesen doch recht künstlichen Zitronenkuchen Geschmack mag, dann ist das gar nicht so verkehrt. Zitronenschalen habe ich jetzt hier, ja, waren hier so drin, so kleine, wirklich so kleine Fätzchen, aber die merkt man beim Essen kaum, weil die von der Konsistenz ähnlich sind wie die Haferflocken. Ist nicht schlecht, jetzt schauen wir mal, was Schoko Brownie kann. Riecht auf jeden Fall richtig schön schokoladig.
Auch hier gar nicht so süß. Leicht herbe Note durch dieses ganze Kakaozeugs, was hier drin ist. Lecker. Wirklich gut. Konsistenz, beides sehr gut. Wie gesagt, das eine war ein kleines bisschen zu flüssig, weil ich aus Versehen ein bisschen zu viel reingemacht habe. Schade, dass sie, wie gesagt, nicht mehr Vollmilchpulver reinmachen. Tipp für zu Hause, nimmt einfach, macht selber noch heiße Milch dazu oder nimmt einfach komplett 1,5er Milch. Dann schmeckt das, glaube ich, so richtig abartig geil. Ich mache es im Video nicht, weil ich muss die Produkte testen, wie der Hersteller es will. Trotzdem bekommt beides eine Empfehlung von mir und 75 Cent ist mal noch so ein Preis, wo man sagen kann, hey, da werde ich ausnahmsweise mal nicht abgezogen. 75 Cent finde ich einen fairen Preis für so eine Fertigmischung. Und nein, man kann sich das alles nicht komplett selber machen, denn man hat nicht Brownies zu Hause, man hat auch kein Cheesecake-Aroma normalerweise zu Hause. Von daher finde ich, das hier ist eine super Sache für eine Portion 75 Cent, ey, absolut nichts zu meckern. Bekommt beides eine dicke Empfehlung von mir, bisschen Luft nach oben, aber trotzdem zwei schöne Sachen. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts zu sagen. Habt ihr schon mal Cheesecake Porridge gemacht? Oder wie macht ihr euer Porridge? Schreibt es mir gerne. Vor allem, wenn es gerne mal ein bisschen aufwendiger ist. Ich esse es ja an sich gerne simpel. Haferflocken, Milch, Hüttenkäse und dann zum Beispiel Ahornsirup. Aber so diese Kombination Haferflocken, Milch, Hüttenkäse mache ich sehr oft. Was macht ihr? Schreibt es mir. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.